Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Let's Play Ori and the Blind Forest Blind mit mir, eurem Yoshi. Beim letzten Mal haben wir uns ein bisschen auf Abwege begeben, hier unten in der Gegend. Und heute wollen wir mal zusehen, dass wir tatsächlich das machen, was wir letztes Mal vorhatten. Uns in alten Gebieten umsehen. Zum Beispiel kann ich jetzt ja das hier. Und dadurch, dass wir so viele neue Fähigkeiten gelernt haben, sollten wir echt einiges an Zeug bekommen können. Oh, guck mal. So eine Ori-Zeichnung hier. Okay, das war hier tatsächlich schon alles. Hier gab es jetzt, glaube ich, nichts mehr groß was. Aber halt dadurch, dass ich jetzt nach oben kann... Ups, einmal abgetaucht. Wir haben in den letzten paar Folgen echt viele Fähigkeiten gelernt, die uns das Leben um einiges einfacher machen werden. Zum Beispiel hier die Sache, dass ich jetzt durch Wände sehen kann. So, oder das hier. Womit ich noch nichts anfangen kann. Hä? Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass das geht, aber gut. Aber irgendwas fehlt mir offensichtlich noch. Meine Güte, Jungs, beruhigt euch mal. Was wir aber geschafft haben, ist, den violetten Baum vollzukriegen, sodass ich jetzt den blauen anfangen kann. Ja, hier wollte ich jetzt hin, genau, weil ich gelernt habe, wie man besser schwimmt. Also allgemein, wie man schwimmt, haben wir gelernt. Was dazu führt, dass wir das hier sammeln können... hier durch die Höhle tauchen können. Und mehr Energiezellen haben. Ja, unsere Fähigkeiten machen es uns immer leichter voranzukommen, aber auch geben uns immer mehr Möglichkeiten in alten Gebieten neue Dinge zu entdecken. Und das ist ja, was dieses Genre ausmacht, dieses Metroidvania. Zum Beispiel hier oben bin ich noch nie hingekommen. Also hier rein, ne? Ist jetzt aber kein Problem mehr. Und schon haben wir eine neue Fähigkeitszelle, was dazu führt, dass natürlich der nächste halbiert die Kosten der Stichflamme. Und der nächste ist mir sehr wichtig, der Luftsprint, weil der wird uns so viele Möglichkeiten eröffnen. Stell dir mal vor, ich könnte jetzt hier noch in der Luft rumsprinten. Das wird so vieles einfacher machen. Ich gucke jetzt halt natürlich auch immer sehr viel auf die Karte, einfach weil ich jetzt wissen will, wo komme ich jetzt weiter. Hier oben könnte ich jetzt vielleicht sogar hinkommen. Aber erstmal möchte ich gucken, ob wir nicht hier unten, wo wir das erste Mal eine Fähigkeit gelernt haben, jetzt mehr können. Dafür muss ich einmal hier durch. Das ist jetzt alles, ne, wenn man überlegt, wie wir am Anfang vorsichtig rumschleichen mussten im Prinzip. Ist das hier natürlich so ein... Ups. Aber nein, das sehe ich noch keine Möglichkeit, um da hochzukommen. Schade.
Ich hatte gehofft, wir sind inzwischen soweit. Aber gut, wir haben ja auch noch einiges an Spiel vor uns, denn wie man sieht, wir haben es noch nicht mal halb. Ich meine, klar, die 100% werden wahrscheinlich sein, alles gefunden und so. Dementsprechend gehe ich schon davon aus, dass wir ja so vom Spiel gesamt so mit der Hälfte durch sind inzwischen. Aber ansonsten, uns fehlt einfach auch einiges. Bitte? Ah, den habe ich dann wahrscheinlich eingesammelt letztes Mal, weil an den erinnere ich mich sogar noch. Und dann einfach vergessen, den wieder mitzunehmen. Ich komme jetzt so mal so leicht dran. So, was könnte ich denn hier versuchen? Ja, da gibt's eine Stelle, die ich ein paar Mal, glaube ich, inzwischen schon angegangen bin und mir gedacht habe, da müsste doch langsam was gehen. Aber jetzt weiß ich, glaube ich, sogar, wie ich da rankomme. Ey! Da, Ori! Ja, genau. Oh nein, was soll ich hier nur tun? Sehr gut. Und das ist auch die Stelle, durch die wir in das Gebiet hier kommen, in dem wir auch noch nicht waren. Und wir können fliegen. Es macht echt... Also die neuen Fähigkeiten helfen mir echt weiter. Und jetzt hier rumzulaufen, auf lange Sicht gesehen, ist das natürlich extrem hilfreich. Einfach je mehr wir haben, desto weniger schwierig wird es dann am Ende. Ich muss nur lernen, besser aufzupassen. Und jetzt sind wir wieder hier unten, weil ich seit Ewigkeiten nicht gespeichert habe. Ihr merkt schon, ich bin ein echt cleveres Kerlchen. Und jetzt merke ich erstmal, wie leicht es ist, dass es inzwischen geht, an dieser Stelle weiterzukommen. Wow! So, und jetzt habe ich mir halt überlegt auf dem Stückchen hier, wie ich das machen könnte. Okay, die Fähigkeit ist auch eher nicht mal schlecht, merke ich gerade. Aber den hier möchte ich, glaube ich, gerade gar nicht angreifen. Sondern seine Kräfte nutzen. Ich weiß nicht, was sich geöffnet hat, aber ich habe was geöffnet. Ach. Wahrscheinlich das hier. Und dadurch komme ich in dieses neue Gebiet. Das ist nur die Frage, wie komme ich da oben hin? Okay, ich muss irgendeine Hochsprungfähigkeit erlernen. Anders kann ich mir dieses ganze Spiel langsam nicht mehr erklären. Aber die lernen wir dann offensichtlich nicht hier. Okay. Habe ich noch irgendwas, wo ich jetzt gerne hin möchte, um zu gucken, ob ich da was machen kann? Ich
meine, klar, hier habe ich noch jede Menge Zeug. Ich muss irgendwas lernen, womit ich weiter nach oben komme und auch Barrieren über mir zerstören kann. Das ist inzwischen, glaube ich, relativ offensichtlich. Aber ich glaube, wir sollten jetzt erstmal wirklich das neueste Gebiet anfangen. Dann haben wir doch gar nicht so viel Forschung in dieser Folge gehabt, wie ich gedacht hätte. Sondern wir machen einfach ein bisschen Plot weiter. Ich glaube eher, es wird so ablaufen, so Sachen, die mir direkt einfallen. Die mache ich dann auch direkt, aber irgendwann. Dann gegen Ende werde ich mal wirklich so eine richtige Abgrasrunde machen. Auch hier brauche ich wieder so einen Hochsprung. Gut, dass ich meine Stammfähigkeit hier gerade schon hatte. Ja, komm. Dich machen wir jetzt platt. Damit ich für einen Moment meine Ruhe habe, speichern kann und den Luftsprint lernen kann. Yes! Das macht jetzt so vieles einfacher. Und gibt mir wahrscheinlich wieder die Möglichkeit, neue Sachen zu finden. Aber nein, nein, wir machen jetzt nicht direkt den Rückweg an. Wir forschen erstmal weiter in dieser Richtung. Es ist so toll, dass ich das kann. So, was kann ich denn hiermit öffnen? Wahrscheinlich unten das Wasser. Oder das da. Das hatte ich jetzt so nicht erwartet. Okay, das ist dann kein stabiler Boden. Nur mal schnell geguckt, ob nicht vielleicht doch das Wasser aufgegangen ist. Heißer Motto, das ist zwar aufgegangen, aber das haben wir dir nicht gezeigt. Also, was wir hier auf jeden Fall brauchen, ist ein Kartenstein. Und das entsprechende Fragment dazu. So, warum wollte ich gleich hier hin? War das optional? War das nicht optional? Niemand weiß es. So, das wird offensichtlich was für meine Sprungfähigkeit, meine aktuelle. Also meine Swoosh. Swoosh. Erstmal hier rüber, bitte. Erstmal einen Gegner hier loswerden. Also in der Richtung gibt es einen Teleportationspunkt. Also es sieht mir langsam hier nach der richtigen Richtung aus. Aber was heißt schon im Metroidvania richtige Richtung? Das wird der Nebelforst. Okay, und ich muss das Gummusi finden, das im Nebelforst versteckt ist. Machen wir erstmal hier weiter. Ori. Bist du geschnappt über? Habe ich den gerade im Sprung irgendwie erledigt?
Also die Sache, dass ich noch die lernen muss, die Wände, also wirklich Wände zu zerstören, das ist ein Problem, aber das werden wir auch noch irgendwie rauskriegen. Okay, da komme ich anscheinend nicht hoch genug. Ori, warum hast du? Okay, irgendwas fehlt mir noch eindeutig an Fähigkeit. Und ich habe wieder viel zu lange nicht gespeichert, ich Vollhorst. Was war auf dem Weg hier nochmal? Okay, ich glaube, hier bin ich noch gar nicht lang gegangen. Was macht der? Ah, der macht jetzt das Wasser auf, okay. Das ist gerade dieses, ich weiß einfach nicht, was der richtige Weg ist, aber dieser Weg wird halt auch kein leichter sein. Sonst wäre das Spiel ja langweilig. So. Warum macht es mir gerade so kompliziert? Yikes. Yikes, 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 yikes. Okay. Nein, nein, Ori, nicht hängen, nicht hängen, nicht hängen. Schneller, 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 schneller. Wir haben nicht viel Zeit hier, wie wir gerade gelernt haben. Ach so, jetzt ist gerade was in der Nähe von Feinden. Jetzt ist es instabiler Boden. So, wo bin ich hier? Was mache ich hier? Okay, da Ori da nicht ins Wasser wollte, ist mir kostbare Zeit verloren gegangen. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, Fischi. Ich muss nur aus dem Wasser raus. So, das ist schon mal die Energiezelle hier. Wuhu. Meine Güte, Energiezellen habe ich inzwischen reichlich. Speichern, dass wir hier raus sind. Daran muss ich mich jetzt auch erstmal gewöhnen, dass ich das einfach kann. Ja, jetzt ist wieder in der Nähe von Feinden. Also momentan ist es entweder in der Nähe von Feinden oder auf instabilem Boden. Können wir uns aussuchen. Und ja, von hier aus muss ich erstmal nach oben, weil der Weg ja noch blockiert ist. So. Eben diesmal machen wir das nicht alles mehrfach, weil ich vergesse zu speichern. So. Ach, das ist jetzt ein nicht sicherer Bereich.
Also ich fand den Bereich sehr sicher, das muss ich schon mal sagen. So, was war jetzt nochmal hier das Problem? Ah ja, ich muss irgendwann viel höher springen, als es geht. So, und jetzt sind wir da, wo wir die ganze Zeit eigentlich hin wollten. So. Ich kenne diesen Ort und weiß, wie sich die Luft anfühlt. Der Weg nach Westen führt zum Nebelforst. Oh, hallo, Kuro, du bist ja auch hier. Kuro lauert dort oben und wird uns nicht passieren lassen. Wir sollten nicht weiterreisen und entfesseln wie ihren Zorn. Aber ich soll doch hier hin. Spiel gespeichert, gut. Mal sehen, was Kuro so tut. Oh Gott, hab ich mich jetzt erschrocken. Oh. Also wir sind jetzt im Tal des Windes. Da sollen wir noch nicht hin. Wollchen? Also hier irgendwo, ne? Aber wie komme ich denn da hin? Also Kuro nicht sauer machen. Das habe ich inzwischen kapiert. Tja, das heißt ja eigentlich, dass ich hier unten lang müsste. Wenn ich nicht so dumm wäre, das immer wieder zu vermasseln. Teleportieren wir es aber mal da runter. Dann nehme ich wenigstens nicht so viel Schaden. Also ich soll irgendwie hier durch, schätze ich. Also muss es irgendwo einen Mechanismus geben, der mir hilft, das aufzukriegen. Alles klar. Ich bin gerade ein bisschen überfragt, wo ich hin soll. Ruhe. Ha. Das im Nebelforst. Ich weiß ja nicht, wo der Nebelforst ist. Ja, ja, halt da oben, ne? Das ist die Mondgrotte. Ich war eigentlich der Ansicht, ziemlich auf dem richtigen Weg zu sein, aber das Spiel sagt dann schon, nein, wenn ich aufhören könnte, die ganze Zeit zu sterben.
So, wenn jetzt bitte alle Gegner einmal aufgeben würden. Also der Sprung lief auch schon mal deutlich besser bei mir. Und wenn ich dann oben ankomme, habe ich gerade keine Kontrolle mehr. Und dann werde ich sofort gekillt. Ach komm schon. Schon nicht mehr lustig. So. Wie komme ich jetzt weiter? Ja, hier ja offensichtlich nicht. Was übersehe ich gerade? Ist vielleicht doch irgendwas hier im Wasser, was ich nicht gesehen habe? Komm. Ich meine, hier ging es doch nur zu dem Seelenfragment. Da, Seelenfragment nenne ich es. Cool, ich habe es geschafft, über das Wasser zu sprinten. Ja, mehr gibt's hier doch auch nicht, oder? Ich bin gerade allen Ernstes überfragt. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ja, ne? Frag mich was Leichteres. Mein Pfeil sagt mir, ich soll hier hin, aber spätestens hier ist ja Schluss, weil Kuro. Es sei denn, ich papiere irgendeine Mechanik noch nicht. Tja, ne? Dann würde ich sagen, ich finde jetzt erstmal raus, wie es weitergeht. Und bei der nächsten Folge erkläre ich dann, was ich übersehen habe. Und bis dahin viel Spaß, was auch immer ihr noch so tut. Und wir sehen uns. Ciao.